Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Germany's Next Topmodel 2024. Und heute sprechen wir über etwas, was uns vor dem Finale, also im Halbfinale, sehr beschäftigt hat. Da ging es um eine Aussage bezogen auf die Zwillinge, die für sehr viel Furore gesorgt hat. Wir haben sehr viel drüber diskutiert und es gab jetzt nochmal ein abschließendes Statement. Das möchte ich auch mit einfließen lassen, um einfach nochmal den Haken drunter zu setzen. Und was alles passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich werde heute nicht nur auf das finale und abschließende Statement zu dieser Sache eingehen, sondern wir werden das alles nochmal chronologisch besprechen. Was ist passiert? Was gab es für Statements? Warum wurden die Statements gelöscht? Ich werde auch meine Gedanken dazu mit euch mitteilen. Ich werde auch sagen, was ich teilweise mal so im privaten Gespräch besprochen habe. Also ich werde jetzt nicht ins Detail eingehen, aber es ist schon nochmal ein wichtiger Aspekt, den man auf jeden Fall mit beleuchten sollte. Und da ich euch diese Videoschnipsel aus der Folge nicht zeigen kann, berufe ich mich an dieser Stelle auf einen Artikel aus dem Berliner Kurier. Ich werde das auch unten nochmal verlinken, weil ich finde, die haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und damit ihr wisst, was passiert ist, geht es jetzt um die besagte Szene aus dem Halbfinale. Dieser Satz sorgte für einen Skandal bei Germany's Next Topmodel. Die Zwillinge sollten wie die anderen Nachwuchsmodels in Outfits des Schweizer Designers Yannick Zamboni über den Catwalk gehen. Dafür wurden sie geschminkt und mit großen Perücken und langen Wimpern gestylt. Zu viel für die beiden Brüder, die viel Wert auf ihre Männlichkeit legen. Diese Wimpern sehen halt abartig feminin aus und das ist halt gar nicht mein Look. Das ist für mich eine der größten Challenges hier. Für meinen Bruder auf jeden Fall auch. Alles, was wir davor gemacht haben, ist nichts im Vergleich dazu, beschwerte sich Luca. Und auch Julian wirkte betrübt angesichts der Tatsache, dass er jetzt wie eine Frau gestylt wird. Es kratzt jetzt schon etwas an mir, wenn ich mir vorstelle, ich hätte was Ultrafeminines an und ich sehe im Endeffekt aus wie eine Frau. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich keine Frau bin. Das hat jetzt auch nichts Negatives oder wie soll ich sagen, Diskriminierendes an sich. Das ist einfach nur das, was ich fühle. Also, Punkt 1 ist, natürlich ist es legitim zu sagen so, ey, das ist gar nicht mein Look, das ist gar nicht mein Style, das mag ich gar nicht. Also ist im Prinzip eine legitime Position, ist nur insofern natürlich erstmal fehl am Platz, weil man sich ja auf diesen Wettbewerb eingelassen hat, wo man genau weiß, es gibt in der Regel Drag-Shows, es gibt in der Regel ein Umstyling, es gibt ein Nacktshooting, es gibt ein Höhenshooting. Also es gibt sehr viele Aufgaben, wo man des Öfteren mal an seine Grenzen gerät und wo man irgendwie auch Outfits hat, die einem vielleicht nicht unbedingt gefallen. Das ist natürlich ein Teil dieser Challenge und das ist auch ein Teil der Realität. Da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf. Ich glaube, dass hier mehrere Faktoren zusammengekommen sind. Das, was ich gerade gesagt habe, wurde uns in den letzten Jahren immer gesagt, dass das unprofessionell ist, das zu kritisieren, gerade auch wenn es um einen Designer geht und von dem Designer waren ja nun mal die Klamotten, weil es nicht darum geht, wie du das findest, so, das ist dein Job, das ist deine Aufgabe, du hast dich da angemeldet, du weißt, worum es geht, do it. Und wenn du es halt nicht machen möchtest, dann mach es nicht, dann kannst du ja als Beispiel auch nach Hause gehen. So, hier war es ja aber so, dass es schon eine ganz große Palette im Vorfeld gab. Marina Hörmanns-Eder, da gab es eine Diskussion um die Outfits, es gab eine Outfit-Diskussion bei dieser Tanz-Challenge, ne, ihr erinnert euch, da war dieses Latex-Outfit. Dann gab es eine Diskussion beim Unterwasser-Shooting, weil die irgendwie nicht zwei Männer zusammen shooten wollten. Dann gab es damals bei dem Kilian Kerner-Shooting auch schon so ein bisschen so ein Thema, was auch nicht so funktioniert, damals in der Situation mit Felix. Dann gab es eine Woche zuvor dieses Casting, wo sich leider auch nicht so professionell verhalten wurde und quasi kein Outfit angezogen wurde von dem Designer oder besser gesagt von dem Label. Das ist so die eine Sache. Das kommt da so ein bisschen, ne, alles zusammen und es war halt jetzt irgendwie kurz vorm Halbfinale. Und die Twins waren ja irgendwie, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so krass verstehen kann, nicht so beliebt. Und das war natürlich dann auch eine Situation, wo das immer so ein bisschen höher kochte, weil natürlich viele Leute auch so den Eindruck hatten, sie haben das nicht verdient und warum sind die überhaupt noch da und die erlauben sich irgendwie Patzer und es wird irgendwie ignoriert. Und das hat das Ganze fast zum Überlaufen gebracht. Und es ging natürlich auch um diese Formulierung, abartig feminin. Das suggeriert natürlich, und das habe ich in ganz vielen Kommentaren oft gelesen, dass es sich dabei um eine latente, ich sage jetzt mal, Frauenfeindlichkeit handelt, weil
abartig im Zusammenhang mit Femininität, ja, das war ja ein ganz krass abwertender Kontext. Das war so diese Thematik, die ich ganz oft in den Kommentaren gelesen habe. Ich kann so aus meiner Sicht sagen, und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal so ein bisschen betonen, dass die beiden nicht frauenfeindlich sind. Aber das war so ein bisschen diese Palette an Vorfällen, die da einfach so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ne? Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Business-Sache ein, bevor wir nochmal auf das Statement kommen, was da natürlich auch nicht gut war. Zum Thema Business, dann sagen die Leute natürlich immer, ja, in der Realität kann man sich die Jobs aussuchen. Natürlich kannst du dir aussuchen, ob du jetzt, ich sag mal, für ein bestimmtes Produkt werben möchtest oder ob du irgendwie leicht bekleidet für irgendwas werben möchtest. Ja, aber wenn du zum Beispiel bei einem ASOS Online-Shop gebucht wirst und du musst halt keine Ahnung wie viele Looks ablichten, dann ist es manchmal so, dass es da auch Looks geben wird, die dir nicht gefallen. Und ja, es gibt bei ASOS auch manchmal Looks, die ultra krass feminin sind. Ja, das ist einfach so, auch bei Männern. Looks in Online-Shops, wo ich auch als queerer Mann sagen würde, okay, ist nicht mein Look, würde ich nicht anziehen. Der Unterschied ist natürlich, wenn du halt als Model dort gebucht wirst und da schickt dir niemand vorher die ganze Produktpalette, wo gezeigt wird, diese Looks musst du machen, dann kannst du da ein oder zweimal rumdiskutieren, wenn du das möchtest. Es verbietet dir niemand, aber du musst halt damit rechnen, dass du dann irgendwann nicht mehr gebucht wirst. Weil als Model geht es nicht um deinen persönlichen Geschmack. Es geht nicht darum, ob du dich privat so anziehen würdest. Es geht nicht darum, ob es dir gefällt. Es geht einfach nur darum, diesen Job zu machen, ohne immer zu diskutieren. Ja, also klar, du kannst im Business selektieren, aber auch nicht, ne, in jedem Fall zu 100%. Und dann musst du dir halt die Frage stellen, möchtest du in diesem Business arbeiten, wo solche Sachen auf dich zukommen können oder nicht. So, dann gab es aber ein Statement und zwar eigentlich relativ kurz nach der Ausstrahlung und ich sage jetzt schon mal vorab, dieses Statement ist relativ schnell wieder verschwunden. Wir gucken uns jetzt mal dieses Statement an und dann werde ich nochmal was dazu sagen, warum das dann doch ein bisschen unglücklich inhaltlich war und warum es dann auch sehr unglücklich war, dass dieses Statement wieder verschwunden ist. Yo Friends, was geht ab? Wir schauen gerade die Folge an und ich muss an der Stelle erstmal was sagen. Wir haben uns auf jeden Fall falsch ausgedrückt an einigen Stellen und die falsche Wortwahl benutzt, die wir so eigentlich nicht nutzen würden. Man muss sich das so vorstellen, die ganze Situation ist so, also es gibt Leute, denen fallen unterschiedliche Dinge leichter und eben nicht so leicht. Und ja, in bestimmten Situationen, wo wir uns es gewünscht haben, einfach nur ganz kurz für uns zu sein, um einfach nur kurz einen klaren Kopf zu bekommen, hatten wir diese Zeit nicht und die Kamera hat uns die ganze Zeit verfolgt und es war die ganze Zeit so, ja, sag doch jetzt mal was, der Zuschauer muss verstehen, sag doch jetzt mal was und so, und mich hat es auch aufgeregt, nicht mal wegen den Sachen, die wir da anhatten und so, sondern eigentlich eher, weil wir keine Ruhe hatten. Also wenn man jetzt mal einen Moment hat, wo man einfach mal kurz zu sich kommt. Dieses Statement fand ich insofern ein bisschen unglücklich gewählt, weil es ja gar nicht wichtig ist. Hattest du Stress? Warst du unter Druck? Solltest du Interviews geben? Solltest du keine Interviews geben? Ja, weil du ja auch in einer Stresssituation einen klaren Kopf behalten musst, dass du dir überlegst, was du für Formulierungen, Formulierungen verwendest, ja. Und wenn du dann quasi sagst, ja, aber das war so, weil das und das und das, dann hat das natürlich so ein bisschen das Geschmäckle von wegen, man möchte die eigene Verantwortung abgeben und schiebt sie beiseite und möchte das quasi verlagern. Und wenn man dann natürlich noch dieses Statement dann erstmal löscht, dann hat es natürlich auch wieder den Eindruck, dass man nicht zu diesem Statement steht, was man gerade gemacht hat. Und ich glaube, das hat es in der Situation nochmal ein bisschen angekurbelt, weil wir hatten ja auf der einen Seite diesen Vorfall in der Folge, wo man jetzt auch ein halbes Jahr Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen, was man dazu sagen möchte. Dann wird es ausgestrahlt. Dann macht man ein Statement, wo man im Prinzip sagt, ja, okay, wir haben das zwar gesagt, aber die anderen sind schuld. Nee, es kann sein, dass viele verschiedene Faktoren dazu geführt haben, dass man Stress hat. Aber dann hätte man sagen sollen, ey, ich war total unter Druck, ich war unter Stress. Einfach so, sorry, hätte ich nicht sagen sollen. Dann gab es aber kurz danach noch eine Story zu diesem Thema. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal vorlesen, weil das gehört natürlich zur Chronologie dazu. Es hieß, also Friends, an der Stelle möchten wir uns nochmal entschuldigen. Wir haben das auch in der Folge noch im gleichen Satz gemacht, aber das wurde natürlich nicht
geschnitten oder wurde nicht gezeigt, meinen Sie wahrscheinlich. Unter Druck wurden falsche Dinge gesagt, die nicht zu uns passen. Das kam relativ kurz danach, ja, also relativ kurz nach diesem Statement und danach war das alles wieder verschwunden. Und dann ging erst so richtig die Maschinerie los, ja. Da gab es ganz viele Kommentare und dann gab es erstmal ein Statement von Frieda. Ja, der Frieda hat das nämlich während der Proben auch noch mal so ein bisschen eingeordnet. Und was Frieda dazu gesagt hat, das zeige ich euch jetzt auch noch mal. Leute, ich kann dazu nur eins sagen. Die Twins sind mitunter die offensten und tolerantesten und sweetesten Männer, die ich kenne und kennenlernen durfte. Und teilweise hat das auch mit dem Schnitt zu tun, weil ich weiß, dass sie niemals aktiv etwas gegen feminine Dinge sagen würden oder sich da positionieren würden in der falschen Richtung. Die haben wirklich die richtigen Werte und es ist durch den Schnitt ein bisschen falsch rübergekommen und das geht den beiden, glaube ich, auch sehr nahe, weil das schon ein bisschen unfair ist, weil die wirklich ihr Herz am rechten Fleck haben. Das kann ich so sagen. Also, dass die Jungs ihr Herz am rechten Fleck haben, das stelle ich überhaupt gar nicht in Frage. Das kann ich auch wirklich bestätigen. Das habe ich euch schon mal gesagt, ja. Ich finde jetzt auch trotzdem, das dachte ich mir dann, als Frieda das gemacht hatte, ich habe den Gedankengang dahinter verstanden und ich fand das sehr nett, dass er die supporten wollte, so, aber dann irgendwie zu sagen, das ist durch den Schnitt falsch rübergekommen. Nein, ne? Also die haben das ja gesagt und die haben das auch in der Situation so gemeint. Sie haben es nur anders gemeint, als es rüberkam. Ich habe mich ja mit den Jungs dann auch nochmal so ein bisschen unterhalten und dieses Wort abartig war im Prinzip, ich ersetze das jetzt einfach mal. Ne? Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Kontext nochmal beachtet. Dieses Wort könnte man jetzt ersetzen durch ultrafeminin. Also das war quasi so eine Art Steigerungsform. Ja, dieses Outfit ist nicht nur feminin, sondern es ist ultra krass feminin. Das ist eigentlich das, was die Message sein sollte. Aber durch diese andere Formulierung, durch dieses andere Wort, was gewählt wurde, war es natürlich in einem unglaublich negativen Kontext. Und das ist auch das, was wir nochmal so ein bisschen auf der, was wir auch vor Ort nochmal so ein bisschen besprochen haben. Ich habe mich auch mit denen ausgetauscht. Ne? Ich habe gesagt, so, wenn ihr das Bedürfnis habt, da irgendwie nochmal was so zu sagen, dann macht es einfach und sagt einfach irgendwie so, hey, tut mir leid, aber versucht das nicht irgendwie zu relativieren oder keine Ahnung, zu sagen, die waren schuld oder das war schuld. Ne? So, man ist schon für das verantwortlich, was man sagt. Und das ist auch okay, Fehler zu machen. Ich habe schon so viele Sachen gesagt, die falsch angekommen sind oder wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, so, falsche Formulierung. Ich sage nur, der Talk zum Finale, ja, also da habe ich auch was gesagt, was vielen Leuten negativ aufgestoßen ist. Ich hätte es vielleicht klarer formulieren sollen und habe vielleicht auch Leute damit ein bisschen angegriffen, die das nicht verdient haben, einfach deswegen, weil ich es besser hätte erklären müssen, habe ich aber nicht gemacht. So, und so ähnlich ist es hier auch. Und dann gab es jetzt nochmal ein Update an dieser Stelle und damit schließt sich der Kreis. Denn ich glaube, wenn man dieses Statement gleich relativ zu Beginn gemacht hätte, ohne die andere Palette, dann wäre das vielleicht gar nicht so ein großes Thema geworden. Hallo Friends, was geht? Ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen Zeit runterzukommen und auch nochmal ein bisschen nachzudenken. Und es gibt so eine Sache, die mich immer noch nicht in Ruhe lässt. Und zwar bei der Qualifikation fürs Finale habe ich mich einfach richtig, richtig falsch ausgedrückt. Das kam übel falsch rüber und ja, es tut mir einfach leid. Ich würde mich gerne einfach nochmal jetzt, um damit auch abschließen zu können, dafür entschuldigen und für die Leute, für die es falsch aufgenommen haben. Ja, sorry nochmal. Ja, ich habe einfach mich falsch ausgedrückt und ja, sorry nochmal. Genau. Und damit würde ich sagen, ist alles gesagt. Das ganze Theater hätten wir uns eigentlich sparen können, wenn man das gleich irgendwie so gesagt hätte. Ne? Aber das war alles ein bisschen unglücklich. Jetzt ist das alles nochmal geklärt. Und warum ich das Video überhaupt gemacht habe, ist deswegen, weil ich habe ja auch diese Aussage kritisiert, berechtigterweise kritisiert. Und wenn ich es kritisiere, muss ich natürlich dann auch dieses Statement, ja, einfach eine Plattform geben und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare und dann verabschiede ich mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.